Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Da würde ich gerne durchkommen, denn hier warten Patrick und Marius, glaube ich, hieß da auf uns. Marinus. Das nicht, Maike ist lang nicht gesehen. Du bist also schon so gut geworden, dass du hier trainierst, wie? Wir werden alle stärker und stärker. Gleichzeitig wird das Band zwischen uns und unserem Pokémon immer enger. Für jemanden, der im Ausland geboren wurde, hat der Typ aber keinerlei Akzent. Vor uns liegt ein Vulkan, den man den Kahlberg nennt, Maike. Dieser Möchtegern Avinaru ist auch auf dem Weg dorthin. Ich werde den Schatz des Vulkans finden, bevor er ihn sich krallt. Wenn ich das schaffe, dann klappt es auch mit einer 21er Siegesserie im Duellturm. Du bist im Kahlberg? Bist du noch bei Sinn? Die wilden Pokémon dort sind ziemlich schwer zu besiegen. Wenn deine Pokémon nicht gut vorbereitet sind, erlebt ihr eine böse Überraschung. Andererseits hat so eine Herausforderung schon noch ihren Reiz. So oder so solltest du dich für diese Reise ordentlich vorbereiten. Ich muss mich jetzt auf mein nächstes Turnier konzentrieren, also mach's gut. Okay, Marinus, das war ein bisschen random, dass er hier war, aber okay. Wenn wir uns mal unser Team anschauen. Ich habe übrigens Scorpio ein paar Sonderbonbons gegeben, wie bereits gesagt. Ja, also alle ungefähr Level 70. Sollte eigentlich reichen. Ich hoffe nicht, dass das zu wenig ist. Eigentlich sollte das passen. Ups. Mein Stick driftet leider ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd bei dem Pro-Controller. Ach du meine Güte, deine Pokémon wirken ziemlich erschöpft. Komm, ruh dich doch aus. Ich habe sie aber vor der Aufnahme geheilt komplett. Hä, was? Egal. Ach du meine Güte, sind deine Pokémon einfach immer noch müde? Dann solltest du dich noch länger ausruhen. Findest du nicht? Ja. Nein, reicht jetzt. Verstehe, bist du dir auch ganz sicher? Das würde mir keine der Umstände bereiten. Nein, reicht jetzt. Zwei, dreimal heilen reicht. So, genug ist genug. So, wir machen uns auf den Weg zum Kahlberg. Der sollte hier in die Richtung sein. Oh, na, noch brauchen wir es nicht mehr. Den Schutz. Oh, hey! Avinaru! Ich meine, auf Englisch hieß der Ignaz oder so. Kann das sein? Hey, wenn das nicht Maike ist, sag bloß, du gehst auch zum Kahlberg. Du machst mir aber eher einen schwächlichen Eindruck. Kommst du auch wirklich zurecht? Wieso frage ich das eigentlich? Interessiert mich doch gar nicht. Egal, falls wir uns auf dem Kahlberg treffen, liefern wir uns einen Wettstreit, wer zuerst den Magmastein findet. Der Magmastein? Muss ich ihm wirklich zugucken, bis er weg ist? Laut Spiel, ja. Na dann. Ja, wo geht's lang? Hier nicht. Ich gehe mal hier unten lang. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es hier lang geht. Moment. Also da oben ist eine Trainerin mit einem Item. Aber was ist denn hier unten? Sag mir nicht, hier geht's weiter. Ich bin dann einfach direkt wieder auf dem Bike. Oh. Stück Holzkohle! Oh mein Gott, diese Holzkohle kommt aber sehr spät im Spiel, ja. Also normalerweise ist das so, das ist ein Item, das verstärkt Feuerattacken. Das wollte ich schon von Anfang an Tricky geben, aber jetzt ist es auch schon zu spät. Ja, weil Tricky hat sowieso schon die Feuertafel, macht eigentlich sowieso das Gleiche. Ja, Holzkohle kriegt man eigentlich in so Spielen wie, naja, Heart Gold Soul Silver so direkt so in der zweiten Arena. Hier erst, wenn man das ganze Spiel schon durch hat und man in der Afterstory ist. Naja, okay, ne? Und Trainer! Ich hab mich zum Glück auf, dass ich nicht runterfall. Die Welt ist riesig und wir mit nur so von verschiedenen Pokémon. Welche Pokémon hast du bei dir? Zeig sie mir bitte. Klar, aber ich weiß nicht, ob du alle sehen wirst. Ich glaube, du wirst höchstens eins bei mir sehen. Carla? Okay, höchstens zwei. Sagen wir so, höchstens zwei. Weiß nicht, was für verschiedene Pokémon du hast. Vielleicht muss ich auch switchen. Und ein Feuer-Pokémon besitzt zum Beispiel. Dann wäre das problematisch. Aber wenn wir sehen, die Trainer sind alle 50er, höchsten 60er Bereich. Wir sind ja gerade auf der Richtung 70er Bereich. Deshalb sollte das Gardes kein Problem werden. Hypno. Hypno ist ein ziemlich cooles Pokémon. Vielleicht tue ich das auch mal irgendwann in meinem Team. Also privat hatte ich schon mal in meinem Team. War sehr hilfreich, das Viech. Aber in einem Let's Play vielleicht auch mal.
Ich mag Hyflor. So als Kämpfer, meine ich, mag ich Hyflor. Jetzt nicht in anderen Wegen, wo man es theoretisch mögen könnte. Egal, ignorieren wir das einfach. Reden wir einfach darüber, dass wir endlich mal ein Stabilikat sehen hier. Das sieht man nicht so oft. Mauti sieht man überall, aber Stabilikat ist so hinter Mautis Schatten, obwohl es eigentlich das bessere Pokémon ist. Ich meine, das ist eine Weiterentwicklung. Weiterentwicklungen sind immer das bessere Pokémon. Fast immer. Wow, so wundervolle Pokémon gibt es? Du hast nur eins gesehen. Ja, egal. Jedes Pokémon hat etwas Liebenswertes an sich. Dadurch wird die Entscheidung, welche ich trainieren soll, nur noch erschwert. Tja, das stimmt. Zink. Zink und dann bist du weg. Ups. Dann nehme ich mal kurz meinen Schutz raus. Der war hier oben irgendwo. Ja. Genau. Dann können wir nicht lang. Die gehen für noch alle nur zurück. Da sind wahrscheinlich unsichtbare Items, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Dafür die ganzen Weg zu latschen. Deshalb mache ich es nicht. Hehe. Rede habe ich aber trotzdem besiegen. Ich habe unter einem Wasserfall meditiert, um meinen Geist zu stillen. Erlaube mir, meine neu gewonnene Stärke zu demonstrieren. Okay. Mit zwei Pokémon hat der Fridolin hier trainiert. Wie ein Penner unter der Brücke. Hey, ich meine, Noctuska ist ein cooles Pokémon. Ich muss es irgendwann mal ins Team nehmen. Ich meine, es wäre ein Höhen-Pokémon. Dann würde sich eigentlich ein Gen 3 Let's Play eignen. Ich habe es vielleicht noch nie gesagt. Aber ich habe schon vor, jede einzelne Pokémon-Gen zu Let's Play. Das wird dauern. Das wird ein paar Jahre dauern, bis ich endlich mal alle durch habe. Weil ich will ja nicht ein Pokémon-Spiel nach dem anderen Let's Play. Zumindest ist es gerade ein bisschen schwierig wegen Gen 9 und so. Aber generell in der Planung ist es nicht so, dass nach Pokémon direkt wieder Pokémon und danach wieder Pokémon kommt, ne? Ist ja nicht das einzige RPG, was ich spiele. Es gibt noch andere gute RPGs, die ich gerne ausprobieren möchte. Zum Beispiel habe ich Final Fantasy noch nie gespielt. Das wäre so ein RPG, das würde ich mal eine Chance geben. Vor allem, weil da auch jetzt vor ein paar Monaten so Remakes von den alten Teilen, glaube ich, rauskamen, meine ich. Wäre interessant. Ja, das passiert, wenn man zu lange in der Kälte ist, ne? Ich habe mir unter dem Wasserfall vor einer Erkältung zugezogen. Ripp. Wir sind schon da? What? Aber wo geht's lang? Hier nicht, hier ist ein Trainer. Was versteckst du denn da hinten? Weil sie mein Pokémon nicht und nicht mehr als alles andere wollen, den Sieg. Den Sieg? Ein Drachenprofi, der das Wort Sieg in den Mund nimmt. Da muss ich einfach an Siegfried denken. Ich meine, das geht nicht anders. Aber die Drachenprofis, die lernen nie dazu. Die wissen nicht, was Drachen-Pokémon sind. Die gucken sich ein Pokémon an. Wenn es aussieht wie ein Drache, wird es auch ein Drache sein. Falsch! So funktioniert Pokémon nicht. Im Pokémon ist es ganz anders. Nur weil ein Garados aussieht wie ein großer Meeresdrache, heißt es nicht, dass es ein Drache-Pokémon ist. Denn das ist es nicht. Und ouch, das tut weh. Da muss ich switchen. Ach, come on! Ich will nicht wieder zurücklatschen, den ganzen Weg. Hoffentlich habe ich einen Eisheiler gleich noch. Wow, das ist ein bisschen schwierig. Wen setze ich jetzt ein? Ich glaube, ich setze mal Scorpio ein, um zu sehen, wie stark er jetzt ist. Ich finde es übrigens lustig, wenn ein Pokémon einfriert, dass es dann einfach die Animation pausiert. Und das war's. Ja, ist das für mich. Finde ich irgendwie lustig. Ich fände es besser, wenn irgendwie, also klar, das wäre Arbeit, ne, aber ich fände es trotzdem irgendwie cooler, wenn so jedes Pokémon irgendwie so eine eigene Einfrierpose hat und dann auch wirklich in so einem Eisberg drin stecken würde. Das fände ich persönlich cool. Dass nicht ein Pokémon hier einfach nur Animation Pause drückt und dann manchmal so ganz leicht so eine Eisberg um, ja, so eine Eisbergumrandung halt auftaucht.
Nein, mein Pokémon. Ah, mein Pokémon soll nicht noch einmal wegen meines Unvermögens so etwas durchmachen müssen. Ja, dann setz es halt auch geschickter ein, ne? Was Besseres kann ich dir dann nicht raten. Oh Gott, ich wette, da kommt gleich noch zurück und wieder wilde Pokémon. Und hat sich der Kampf gelohnt? Lebenorb. Vielleicht. Ich kenne mich mit den ganzen Orbs nicht aus, aber ich meine, die sollen sehr gut sein. Wenn man natürlich auch mit denen umgehen kann. Ich nicht. So, ich gehe jetzt nicht nochmal runter für irgendwelche versteckten Items, habe ich ja gesagt. Ich möchte jetzt zum Karlberg. Oh Gott, das ist böse hier. Okay. Hat geklappt. Noch. Habe ich noch Schutz an? Es wirkt noch. Oh. Deshalb haben wir keins. Oh, okay. Ether lohnt sich immer. Ether finde ich super. Mag ich. Thumbs up. Karlberg. Vorsicht. Vulkanausbrüche möglich. Uiuiui. Also, da brauchen wir erstmal einen Feuerlöscher, ne? So, dann können wir ihn noch gleichzeitig mal rausholen. Ne, du bist jetzt mein Feuerlöcher, Tails. Du hältst mich hier kühl. Ja, er hat gute Laune. Das brauchen wir hier. Denn jetzt wird es eiseheiß. Oh, und diese Musik. Diese Musik ist richtig cool, finde ich. Und ihr seht schon, was für ein Abenteuer das hier wird. Kein unbedingt schönes. Kann ich das runterschubsen? Hä? Einzeln? Ach komm, das hätten die doch machen können, dass es ganz rüber geht. Na egal. Zack, zack, zack. Links habe ich gesehen, gibt es ein Item, das hätte ich gerne. So, dann hole ich es mir schnell. Sehr gut, dass ich ein paar Top-Schutz gekauft habe, ne? Fluchtseil. Das werden wir am Ende bestimmt gebrauchen können. Ja, nochmal Schutz. 10 haben wir noch, meine ich. Hoffentlich reicht das, wahrscheinlich nicht. Okay, das ist so ein typisches Zelda-Rätsel hier. Deshalb muss ich gerade überlegen. Wenn ich den mittleren jetzt ganz durchschiebe, komme ich ja nicht mehr durch. Also mittleres ist auf jeden Fall falsch. Ich weiß es. Also, ich kann schon. Zack, zack, zack. Ja, okay. Hier geht's zu einem Flächen AP Plus. Wenn man Lust drauf hat. Okay. Bisher wirkt das sehr interessant. Ich kann mich nämlich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Denn die ganze Afterstory kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Deshalb so ein bisschen blind für mich. Ja. Vor allem auch der Karlberg. Ich habe den bestimmt schon mal gemacht, aber ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern. Doch, ich muss ihn eigentlich mal gemacht haben. Bam. Bam, den wollen wir nicht ganz durchschieben. Weil sonst kämen wir nicht mehr an dieses Item ran. Eine Top-Genesung nehme ich immer dankend mit, ne? Schön, schön. Und hey, Patrick ist hier. Verflex, was war denn das? Oh, hey, Maike. Dieser Abinacho hat uns echt auseinandergenommen. Mann, hier in der Gegend gibt es echt viele starke Trainer. Aber egal, ich muss einfach noch härter trainieren und besser werden. Das ist alles. Dafür gibt es ja den Duellturm in der Duellzone. Na, aber da kann man nicht leveln, ist das Problem. Kann man nur was lernen, wie man gut kämpft. Oh, müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Ich speichere mal schnell ab. Hey, du bist Maike, stimmt's? Nee, wir haben uns erst vor 10 Minuten kennengelernt. Dein hibbeliger kleiner Kumpel hat mich vorhin schon herausgefordert. Da habe ich ihm erstmal eine ordentliche Lektion erteilt. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Wohin man auch geht, überall gibt es starke Trainer, die einem alles abverlangen. Und mal davon abgesehen, die Pokémon hier sind echt beinhart. Wie wäre es, wenn wir uns zusammenschließen und es gemeinsam versuchen? Oh, okay. Du wirst es nicht bereuen. Sorge dafür, dass deine Pokémon immer topfit sind. Naja, kostenlose Heilung. Ich meine, das teleportiert sich immer hinter mich. Na, warum nicht? Okay, das ist ein riesiger Ort hier. Junge, 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 Alter. Nee, da gibt's nichts. Oh, das ist einfach nur ein langer Weg für ein Item, oder? Ja, das ist nur ein langer Weg für ein Item. Okay.
Oh Gott, mein Schutz wird sowas von ausgehen und ich muss nochmal raus. Mit dem Fluchtseil. Ich hatte diesen Morgen eine Offenbarung. Ich wusste, dass ich hier heute einen tollen Kampf haben würde. Ich werde dich mit meinen Psychokräften pulverisieren. I think not. Ich denke mal, dass sie hier Feuer-Pokémon haben. Ich meine, das ist ein Vulkan. Würde Sinn machen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler mit, Nekomenta, sie wird auch nicht alle Tage. Mit meinem Water. Meinem Waterboy. Ich meine, ich hab Biss. Das ist ja sehr effektiv. Nom. Und hat er nicht gemeint, die Trainer waren ja übelst heftig. Ich habe mich schon gefreut, dass sie mal starke Kämpfe kommen. Das erste Pokémon mache ich One-Hit. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Aber es ist immer noch interessanter als alle anderen Kämpfe, die wir vorher hatten. Deshalb, ich sag mal erstmal nichts. Gucken wir uns mal das Ganze hier an. Ich wette, im Original war es schwieriger, weil man da ja auch keinen XP-Share anhatte. Den man hier gezwungenerweise hat. Wie ihr sicher nicht wisst. Cooles Pokémon, aber nur meins ist das wahre. Eure sind alle nur lame. Alle nur lame Kopien. Der Schnurgas findet das auch nice. Ich weiß schön aus. Ich meine, Biss sollte auch. Ja, sehr effektiv sein. Ich war mir nicht mal sicher, was für ein Typ es ist. Aber es scheint Psycho zu sein. Ich meine, es ist sogar die Vorentwicklung von Nekomentas hier neben uns. Passt also. Ein Gronk. Weiterentwicklung von Spoink, wenn es endlich den Fluch nicht mehr hat, die ganze Zeit zu springen. Ihr wisst das bestimmt alle. Wenn Spoink aufhört zu springen, dann stirbt es. Weil das Herz dann nicht mehr, ja, weil es dann nicht mehr atmet. Das Herz nicht mehr weiter bebt. Und, ja, Gronk ist dann endlich los von dieser Plage. Nur ist es besiegt. Dann ist es schwach. Davon war absolut gar nichts toll. Das habe ich nun von meinen leeren Drohungen. Meine Vorahnungen sind wohl nicht nicht besonders zutreffend wie. Psychokräfte übersteigen das menschliche Verständnis. Wenn man allerdings alles erklären könnte, wäre es eine langweilige Welt. Ich weiß nicht. Vielleicht ein paar Sachen, aber man sollte schon in der Lage sein können, vieles zu erklären, weil sonst ist es schlimm. Ich finde das schlimm, wenn man nicht alles erklären kann. In so einer theoretischen Art und Weise meine ich natürlich. Wo geht es hier lang? Alter! Was? Kraxler kann nicht eingesetzt werden, solange du in Begleitung von Avinaro bist? What? Als ob ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen werde. Soll ich mit ihm nur das Ende finden und den Rest selber machen? Seid ihr verrückt? Danke, aber das heißt wohl ja. Das ist ernst gemeint. Wo bin ich? Ja, da geht's nicht lang. Da ist Kraxler. Kann ich nicht. Warte, dann kann ich nach vorne machen, oder? Dude? Oh Gott, ich mag das jetzt schon nicht. Was? Okay, komm, Kampf. Hier kommen meine eisernen Fäuste! Ha, ja! Mein Herz schlägt für Karate! Drachen und ein feuriger Berg. Welch eine schöne klassische Szenerie. Da hat der Recht und sorry für den Handy-Sound. Ich vergesse das manchmal, das Ding auszumachen. Ich denke, Siedewasser sollte auch schon viel Damage machen. Erstmal muss Macho mal weg. Das ist ein größeres Problem. Ein größeres Risk. Schön die Verbrennung reingedonnert. Nice. Ich meine, du bist in einem Vulkan. Wenn dein Pokémon anfängt zu brennen, solltest du dich nicht wundern. Ich habe jetzt extra hier mein Water-Pokémon drin, damit das auch nicht anfängt zu brennen. Also ich kann es brennen. Aber hoffentlich tut es das nicht.
Und Wachomai sollte verbrennen. Jupp. Tja, Muskeln waren zu heiß, was? Oh. Und Level Up! Sogar für Tails! Schön! Jetzt müssen noch Tricky, Scorpio und Schnurgas ein bisschen hochgehen und leveln. Und dann passt das. Ich habe übrigens immer noch ein paar Sonderbonbons. Ich habe nicht so viele benutzt für Scorpio. Also, falls wir irgendwann mal stuck sind oder einmal Game Over gehen sollten im schlimmsten Fall, ne? Ist ja einmal, glaube ich, passiert. Ich meine, irgendwo Richtung zweite Arena war das irgendwann mal. Dann, okay, cool. Ja, dann können wir unsere ganzen Sonderbonbons auch mal verwenden. Ich finde, der beste Zeitpunkt, um Sonderbonbons zu verwenden, ist der, wenn man gerade dringend die Level braucht. Wenn du, so wie ich jetzt zum Beispiel, du hast ganz viele Pokémon, die alle so in einem Bereich sind, aber das eine Pokémon, was du neu gefangen hast, ist so weit unten und Level dauert zu lange. Mach einfach Sonderbonbons. So, ich meine, die kriegst du sowieso geschenkt im Spiel. Und die sind dazu gedacht, dass man die benutzt und nicht aufbewahrt für weiß ich nicht was. Wie ich die meistens benutze, ist, indem ich Pokémon fange, die ganz hohen Level sind, die sich noch entwickeln können. Und dann gebe ich einfach einen Sonderbonbon, haben sie sich entwickelt und dann war's das. Habe ich die vollkommen durch im Pokédex. Ach, Vergiftung, ja, blöd. Ja, das mache ich am meisten mit Sonderbonbons. Ich meine, in manchen Spielen kann man sie sogar kaufen, also, ne? Ich meine, vor allem in den neueren Pokémon-Spielen kann man die kaufen. Kamera geht nicht ganz nach ihm, zu ihm hin, der geht zu weit in seinen Bauch. Die Niederlage hat mir gezeigt, dass dein Herz für Pokémon schlägt. Eine Niederlage dagegen ist weniger schön. Du wolltest kämpfen. Ich treffe liebend gerne Menschen, die Pokémon mehr als alles andere mögen. Meine Pokémon scheint es hier sehr gut zu gefallen. Das ist doch schön. Hier können wir lang. Ich versuche jetzt erstmal nur ans Ende zu kommen, damit der Typ mir nicht mehr folgt, weil ich mag ihn nicht. Sorry, unpopular opinion wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ich mag ihn nicht. Den Avenaro. Ich meine wirklich, dass er auf Englisch Ignaz heißt oder so. Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Bitte sag mir, dass das hier gerade einen Sinn macht, was ich hier tue. Okay, es scheint einen Sinn zu machen. Aber jetzt komme ich darüber. Komm. Komm, komm. Ja, wir sind durch. Okay. Wir haben gefühlt alle Trainer geskippt, bis auf zwei Kämpfe. Aber wir sind durch. Da ist er, der Ausgang. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht täuscht, dann liegt der Schatz des Vulkans direkt vor uns. Man sieht sich, Maike. Gut möglich, dass du hier der stärkste Trainer bist. Abgesehen von mir natürlich. okay. Geht da jetzt der Kampf los? Ja, okay, da ist das Ende des Karlbergs. Da kämpfen wir dann gegen ihn wahrscheinlich. Aber bevor wir die Afterstory beenden, müssen wir noch kämpfen gegen alle anderen. Ich habe bereits im Duell schon mein Können unter Beweis gestellt. Jetzt bin ich hier. Ich wurde in Flori geboren und bin überglücklich, endlich hier zu sein. Es hat viel Zeit gekostet, hierher zu gelangen. Noch einmal verlieren wir nicht. Was ich mich frage, man kommt hier ja nur hin, wenn man als Spieler Champ geworden ist, ne? Und sich bewiesen hat. Diese Trainer, die hier sind, er sagt ja zum Beispiel, er war an Flori und hat es bis hierhin geschafft. Also, zum einen hast du den Champ besiegt. Und zum anderen, oh, Chetera ist geheilt. Oh, cool. Und zum anderen, mit solchen Pokémon? Ich meine, Kakelo ist jetzt nicht unbedingt das beste Pokémon. Wenn du es entwickelst, dann ist es krass. Aber Kakelo ist jetzt nicht so gut. Und Domiesel erst recht nicht. Dreschpflege, Junge. Nee, Domiesel ist einfach ein Joke als Pokémon. Ganz ehrlich, Domiesel ist wirklich nur ein Joke. Oh nein, Brüller! Okay, wenn du eingeheizt werden willst, ne? Das können wir gerne machen.
Geburtstag. Genau, das heißt, wir werden dann wahrscheinlich... Ich habe nicht gedacht, dass der Kahlberg so kurz ist. Und diese eine große Ebene hier, diesen großen Labyrinth und mehr nicht. Das ist irgendwie traurig. Aber okay. Dann werden wir jetzt in dieser Folge noch ein paar Kämpfen suchen. Und dann in der nächsten Folge das Ganze dann beenden, schätze ich, ja? Und danach muss ich mal gucken, was wir noch so alles erledigen können in dem Spiel. Wir haben schon das meiste. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir machen können. Aber ich muss überlegen, das größte Problem ist halt zu überlegen, was will ich als erstes machen? Das ist so mein Problem. Das ist nicht das Problem, was könnten wir machen, sondern was will ich als erstes machen? In welcher Reihenfolge? Ich meine, ich habe die größten Sachen nach hinten geschoben. Oder besser gesagt, ich habe das meiste schon geplant, wie ich es machen will, aber... Mich überrascht das total, dass es so kurz ist hier, die Abschlussstory. Nur diese drei Inseln und, oder was heißt drei Inseln, diese drei Städte auf der Insel. Und halt der Vulkan, der nur ein großes Labyrinth ist und das war's. Ich weiß auch nicht, vielleicht hätten wir auch einfach nur Glück, dass wir direkt den richtigen Weg gefunden haben. Weil es sonst zu lang, zu groß geworden wäre. I don't know. So, aber... Das sind womöglich die letzten Trainerkämpfe, die wir machen. Womöglich. Gut möglich sogar. Die wir jetzt hier in dieser und in der nächsten Folge machen. Also für die Leute, die die ganzen Trainerkämpfe total langweilig fanden, vielleicht sogar geskippt haben. Ich schätze, das ist eine gute Neuigkeit. Ich meine, ich kann das gut verstehen, wenn man in Pokémon-Spielen oder allgemein so Pokémon-Let's Plays einfach die Kämpfe wegskippt bei einem Let's Play, ne? Beim Let's Player. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele die Let's Plays... Ups, ich hätte Feiertag einsetzen können. Ups. Dass sich viele nur das Let's Play anschauen, um die Reaction zu sehen. Wie reagiert dieser Spieler auf das und das? Ist dann ein bisschen komisch, wenn man das Spiel schon kennt. Ich ja zum Beispiel, aber... Ich kenne nicht alles. Vor allem jetzt hier im Remake gibt es noch ein paar Geheimnisse, ein paar Kleinigkeiten. Die wir dann noch sehen werden, die ich noch nicht kenne. Also solltet ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Denn bald ist es soweit. Aber, bald ist nicht nächsten paar Folgen. Aber ich hatte doch eine so schöne Siegesserie. Was ein Reinfall. Wir konnten einfach nicht durchhalten. Du bist durchgefallen. Ich werde zum Dellenturm zurückkehren, um dort weiter zu trainieren. Der Level deiner Pokémon allein garantiert noch keine Siege. Dennoch versuchen wir uns zu steigern. Das macht uns zu Trainern. Doch, der Level alleine sagt schon, ob du krass bist oder nicht. Aber ich finde das immer noch so komisch. Warum kann man denn mit jemand anderem hinter einen nicht Kratzer einsetzen? Nur weil er es nicht hat oder warum? Achso, hier sind wir. Okay. Ah, ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott. Wo gibt's denn noch was? Wo gibt's noch was? Wo gibt's noch was? Hier noch was? Ein Item. Ja, aber alle Items werde ich jetzt auch nicht suchen. Ich möchte jetzt nur alles von links nach rechts abgehen. Hier sind auf jeden Fall nochmal zwei Trainer, die wir machen könnten. Aber wir holen uns erstmal das Item hier ab. Oh Gott. Dieses Layout hier. Riesiges Labyrinth. Naja. Ist ja das einzige im Spiel, deshalb will ich es ja jetzt mal nicht schlecht reden. Moment, was gibt es eigentlich da oben? Ich finde es blöd, dass man nach einem Kampf immer wieder den gleichen Text wegskippen muss. Zack. Nee, von hier kamen wir doch, hä? Oder nicht? Doch, von hier kamen wir. Okay. Na gut. Komplizierte Höhen hier. Ich würde sagen, wir gucken uns den Rest in der nächsten Folge an. Und werden auch auf jeden Fall beenden. Was ist denn da links? Und hier ist es. Ah ja, von hier kamen wir, glaube ich, oder? Doch, von hier kamen wir. Okay. Na gut, dann werden wir uns alles in der nächsten Folge nochmal ganz genau anschauen. Wahrscheinlich von links nach rechts, das werde ich so angehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo da lassen, Like da lassen. Und eure Liebe da lassen.
Was? Okay, das war jetzt komisch. Egal, beenden wir einfach die Folge.